Moin meine lieben Luzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Freunde, es ist soweit. Ich bin hier bei Elbe Sportwagen. Hier der gute, schöne, orange McLaren 570. Es steht hier, so sieht der schöne Verein aus. Nein, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich hier Elbe Sportwagen erwähne. Aber ich muss sagen, ich bin hier so begeistert. Ich kriege auch keinen Rabatt. Nichts, Leute. Aber es sind so kompetente Jungs. Ich habe mich so lange mit den Stunden lang bis in die Nacht hier unterhalten. Es macht mir einfach Laune, hier zu stehen. Guckt euch das hier an. Die ganzen Karren zu begutachten und das sind einfach hier tolle, positive Menschen so. Deswegen kann man die auch mal ruhig erwähnen, so auf nebenbei. Man muss auch ab und zu einfach mal was geben und irgendwann kommt das mal wieder von der anderen Seite zurück. Guck mal, Freunde, das ist der McLaren GT, der sieht auch echt schick aus. Schöne Farbe, dieses Lila. Hier auch nochmal schön in Weiß. Aber ich muss sagen, der Orange ist natürlich am schönsten. Das ist der gute Alex. Und übergib mir jetzt die schöne Kiste. Und dann geht's jetzt gleich los für mich. Meine Freunde, ich bin jetzt zu Hause, Frau ist zu Hause, hat glaube ich sogar Besuch. Mina, meine Frau, hat dieses Auto noch nie live gesehen oder so. Sie kennt das so von Bildern und ein bisschen jetzt aus dem YouTube-Video aus dem vorigen Vlog. Mal gucken, wie ihre Reaktion so zu dem Auto ist. Mama ist das. Hey, mein Schatzi. Ja, sie möchte bitte auch unbedingt in ein Video. Keine neue Karte. Was ist, mein Schatz? Oh, was ist da? Was ist da, mein Schatz? Oh, guck mal, wer jetzt hier schon alles ist. Alles klar, dein neues Auto? Das ist ganz hoch. Ja, die Tür ist ganz oben, ne? So, Frau Schüler reagiert auf das Auto. Hast du schon deine Fanboys hier, oder? Ja, weil so, die kamen gerade auf einmal alle hin hier. Ist mir gerade eben auch eingefallen, ne? Ach so, stimmt, du wolltest ja McLaren kaufen. So, Freunde, nicht wundern, das sind jetzt gerade einmal ein paar Zuschauer hier, die hier angetanzt sind. Hast du den jetzt gekauft, oder wie? Ja. Also, oh. Ist dein neues Auto? Ja, das ist mein neues Auto. Boah, da geht's. Oh, geil. Achso, ja. Wie ist das, Frau Schiele? Richtig schön, ey. Auf dem Innen ist der richtig schön. Mhm. So voll gemütlich, so wie im Wohnzimmer irgendwie. Oh, wie cool. Viel schöner als der Camaro, finde ich. Von innen jetzt. Von außen natürlich auch. Alles klar. 650 S-Coupé, wie geil. Willst du auch mal ins Auto rein? Du gehst mal hier bei vorne. Du vorne. Und Papa kommt neben. Ja. Und du machst dann bei mir zu. Ja, da sitzt man ein bisschen anders, ne? Beim Kamal kommt sie nach vorne. So, warte, Papa kommt. Und die anschnallen und zumachen. Ja, das macht Mama gleich, warte. Ich weiß gar nicht, wie man das macht mit der Tür. Hast du noch wieder hoch? Ja, ja. Kannst du ja schnallen und zumachen. Ja, mach ich gleich, wenn Papa die Kamera genommen hat, okay? So, komm her. Mach so. Zack. So, zack, so ist besser. Mach mal Musik an. Musik soll ich anmachen? Ja, da ist aber der Arthur an. Warte. Ist dann den Arthur an? Nee, wenn Papa die Musik anmacht, dann ist ohne Auto an. Freust du dich, mein Schatzi? Eine andere Musik. Ja, den Philipp. Hast du den Philipp auch noch? Nee, Papa hört doch kein Philipp Porzell. Das hat Mama. Mach ganz laut. Guck sie dir an. Not trying to be cool, just trying to be in this. So, wollen wir jetzt aussteigen, mein Schatzi? Nein, wir müssen mal losgehen. Müssen wir losgehen? Wohin denn? Zu Post, zu Edeka, zu Rossmann und zur Apotheke und zum Zahnarzt. Ich mach bei dir Zahnbürste, muss ich machen. Da müssen wir jetzt überall hinfahren? Ja, da müssen wir jetzt überall hinfahren. Die will gar nicht aus dem Auto raus, Freunde. Das ist voll krass. Die ist voll interessiert so am Auto. So, du, mein Schatz, wie findest du jetzt das Auto? Ich finde das toll. So, meine Butzer, jetzt holen wir unseren Typ ab. Alle mal Hashtag Typ in die Kommentare. Geile Kiste, Digga. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die überlebt abgegeben an die Felgen. Wenn der Schüler dran steht, bestimmt, Digga. Wie ist mit Carport oder was? Scheiße. Weiß ich nicht, hab ich noch nicht getestet, Digga. Kacke, Alter. Yeah! Das ist doch geil, ne? Hier das Ding. Beim alten, also beim vorherigen war das, ging das bis hier so, weißt du? Deswegen haben die das nochmal hier tiefer gemacht und so weiter. Hier, das ist hier der Knopf für den Fallschirm, weißt du? Yeah. Tankt man hier oder was? Nee, tanken tust du auf links, Digga. Hier, guck mal. Drück mal den Dings, damit du mal klar siehst. Ah. Auf elektrisch. Scheiße. Digga. Halt mal fest, Digga. Das probiere ich jetzt zum allerersten Mal aus, Freunde. Die Straße ist ja so gebogen. Ach, wie nennt man das nochmal? Ui.
Mariah, Digga, Alter. Was denn hier los, Alter? Scheiße. Ätzendes Ding, Alter. Scheiße, yeah. Alter. Okay. Ich kann gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl das ist, Alter. Das ist ja... Kennt ihr das Desert Race aus dem Heidepark, Alter? Kacke, Alter. Boah, heftig. Heftig, Alter. Boah, das ist ein heftiges Gefühl, Alter. Krass, ne? Hammer. Also Launch Control. Ätzend, Alter. Strecke, das ist aber reif, muss auch warm sein, ne? Oh Gott! Scheiße, Alter! Wenn ich selbst schalte, wie ist das dann? Oh, kann ich mir nicht vorstellen. Kacke, fuck, können wir alles rauspiepen. Fuck. Boah, ist das ein Gefühl, ne? Könnt ihr gar nicht vorstellen. Weißt du, bei dem Nissan GT-R mit 700 und PS und so. Das ist gar nicht vergleichbar, Digga. Boah, das ist, ja, das ist... Oh Gott! Zu mir kommen, ey. Geil, ey. Ja, als Beifahrer sowieso eine Katastrophe, ey. Ja, das stimmt, Digga. Ich meine, der Camaro ist ja schon eine Hausnummer, ne? Aber, Digga, das ist nochmal... Ja, aber der setzt das um auch, weißt du, so. Das ist, und das ist voll krass für den Heck, Digga. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein paar Spieße. Oh ja, lecker. Seid jetzt so erstes Feedback, so. Jetzt waren wir nur ein paar Minuten zusammen drin, nach Mediamarkt gefahren, wieder zurück. So, in kurzen Sätzen, was sagst du? Ich glaube, meine Sprachlosigkeit sagt alles, oder? Aber ich muss auch sagen, wir haben jetzt mal so Beschleunigung auf kurzen Distanzen gemacht. So Faszination pur. P, wir haben uns alle lieb. Guten Appetit! So, mein Schatz, liest doch mal bitte deine Instagram-Nachricht vor. Wo ist deiner? Ach, die ist auf dem Sofa. Okay. Du bist die geilste Milf, die ich gesehen habe. Komm leider nicht aus Hamburg, also wir können leider nicht ficken. Aber ich kann dir meine Nummer geben, wenn ich dann mal in Hamburg bin, ruf an. Dann können wir tun Hotel. Ich knall dich dann richtig, besser als Uwe. Gib mir was her. Und ich sagte dann eben zu Mina, ich sag, zeig mal das Profil, lass sie nochmal zurückschreiben. So. Und dann das bisschen dabei filmen, bisschen verarschen und so. Aber der wird es wahrscheinlich mitkriegen, weil er kennt wahrscheinlich meine Videos. Und dann denkt man sich natürlich, okay, was für eine Person schreibt denn meiner Frau so eine geile Nachricht? Da habe ich mal geguckt, ja, geh ich mal auf sein Profil so, zack, weißt du. Digi, darfst du ja nicht. Soll ich mal zurückschreiben, Schatz, bitte komm. Soll ich auf Zulassen drücken? Nein. Warum denn nicht? Blockieren gleich. Blockieren. Melden. Dieser Inhalt ist unangemessen. Der kennt sie nichts. So, Freunde, es war der kranke, aufregende Tag einfach. Hier von den Elbe Sportwagen, Jungs, gab es nochmal so einen Lautsprecher fürs iPhone. Der nochmal Champagne for the Brain. Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach dankbar, dass ich dieses Leben leben darf, dieses Leben bekommen habe. Natürlich auch gearbeitet habe, sowas kommt nicht von selbst. Ich möchte mich einfach bedanken für alles. Und es macht mich auf glücklich, Leute daran teilzuhaben. Ne? So wie seid, Digga, komm rein. Denn ist das Ding auch noch gefahren. Könnt ihr auch auf seinen Kanal gucken, das Video. Es ist einfach toll. Ich möchte mich einfach... Mehr als danke kann ich gar nicht sagen. Wie kann ich euch das rüberbringen? Ich weiß das nicht, Freunde. Vielen, vielen Dank. Ich weiß einfach alles zu schätzen und... Danke, ey. Vielen, vielen Dank. So, ich warte jetzt erstmal noch auf eine Lieferung, weil ich bin noch nicht zufrieden, was den Pump-Booster angeht und was den Fokus-Booster angeht. Ja, was Booster betrifft, kontaktieren wir auch immer andere Produzenten. Das, was wir jetzt bekommen, habe ich ja erzählt. Wirkung war da, aber das mit den Geschmäckern, das waren wir noch... Irgendwie kommen wir da nicht so auf den Nenner. Deswegen sind jetzt andere Hersteller bzw. Produzenten gefragt. Und ich denke mal, das kann ich auch im nächsten Vlog euch auch zeigen. Da werde ich dann mal was abholen. Und viele haben ja Fragen, Freunde. Was passiert eigentlich mit dem Camaro? Hey. Und Freunde, hier... Ist was drin, das wollen ganz viele haben, aber die kriegen es nicht mehr. Packen wir auch noch alles aus. Es gibt so viel zu bereden, zu quatschen, zu zeigen. Wir können so viel über das Auto reden, so viel mich dafür irgendwie bedanken und alles. Die ganze Situation ist gerade einfach, wo man denkt so, krass, Alter. Aber ich möchte das Video jetzt hier keine Stunde füllen mit emotionalem Gelaber, ey. Würde ich doch einfach sagen, wenn du mir das da draußen gönnst, geh doch einfach mal einen dezenten Daumen nach oben. Es ist wirklich krank, ey. In diesem Sinne... Würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Hier oben abonnieren, hier gibt es das nächste Video. Und wir sehen uns zum morgigen Vlog. Hoffe, da sind auch schon die neuen Booster-Exemplare da vom anderen Produzenten. Dann bin ich mal gespannt, was er uns herzaubert. In diesem Sinne, haut rein und ciao. Puh.